Hi, ich bin die Franzi und ich werde für euch heute das Metroplex Kino in Fürth testen. Das ist Saal 6. Die Kinositze sind relativ neu, das spürt man auch, also sie sind noch ziemlich fest. Ich muss aber sagen, bis jetzt habe ich mehr Platz, als ich es in anderen Kinos bis jetzt hatte. Also der Sitz ist deutlich breiter, man hat deutlich mehr Beinfreiheit. Die Sitze, ja, also da sind wir eigentlich schon stolz. Da sind wir momentan das erste Kino in Deutschland, welche diese Sitze eingebaut hat. Meines Wissens gibt es nur einen Saal in der Schweiz und einen in Österreich, in Wien, die diese ganz hochmodernen, nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen gefunden Sitze installiert haben. Wenn ich mir jetzt die Leinwand anschaue, die ist einfach nur gigantisch. Sie füllt nämlich die komplette Wand aus, sowohl in der Breite als auch so gut wie in der Höhe. Jetzt ist es so, das Kino ist ja noch nicht ganz fertig. Aber war es klug, dann überhaupt schon zu eröffnen? Ich habe versprochen, schon vor vielen Monaten, wir wollen mit James Bond eröffnen. Das war natürlich sehr, sehr mutig, in knapp 8 Monaten Bauzeit. Jetzt hat sich das um 2 Wochen verlängert und ich wollte unbedingt mein Versprechen halten, mit dem neuen James-Bond-Film zu eröffnen. Ich habe ja immer gesagt, wir eröffnen mit James Bond. Ich habe nur nicht gesagt, in welcher Woche. Wir haben jetzt eine Teileröffnung momentan gemacht. Das heißt, nur der gesamte Kinobereich ist fertig. Was noch folgt im Anschluss in der nächsten Zeit, das ist dann die Gastronomie. Wir haben eine offene mediterrane Küche mit einem, ja, ich glaube, ganz tollen Italiener. Wenn Sie da nach oben gehen, auf der Empore, befindet sich dann unser Lounge-Bereich mit integrierter Cocktailbar.